Hallo und herzlich willkommen bei euren WakuLP zu einem neuen Projekt Dreech. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ein kleines Indie-Spiel über mit Horror-Elementen und wir sind Captain eines kleinen Fischerboots. Primär dreht sich ja alles um das Angeln und um die Horror-Elemente. Ich habe mich jetzt noch nicht allzu sehr spoilern lassen, also ich spiele das hier blind. Ich würde sagen, wir starten einfach dann jetzt gleich mal rein. Neues Spiel erstellen. Okay, starten wir einfach mal durch. Ich mach noch etwas lauter. Okay. Gestrandet. Unser Schiff ist zerstört, wie es aussieht. Das Morgenlicht blendet dich und du versuchst dich aufzurichten. Du liegst auf dem kalten, nassen Dock, wo du in der Nacht zuvor zusammengebrochen bist. Ein kleiner Mann. Sorry, ich war jetzt kurz abgelenkt. Der Grafiklook hier ist echt cool, wie ich finde. Also ich mag solche Spiele mit so einem Artstyle. Okay, ein kleiner Mann bellt eine Handvoll Arbeiter, die in der Nähe gerade vom Bord eines Bootes gehen, Befehle zu. Der Mann bemerkt dich. Willkommen im Großmarkt. Ich muss schon sagen, dein erster Auftritt war ganz schön dramatisch. Du hast also bereits Bekanntschaft mit den zerklüfteten Felsen entlang der Bucht gemacht. Hast du den Leuchtturm nicht gesehen? Er hat dich direkt angestrahlt. Aber egal, ich freue mich, dass du, unser neuer Fischer, noch am Leben bist. Dein Boot war total demoliert, aber ich habe deine Sachen auf eines unserer alten Boote schaffen lassen. Wir sehen uns später, dann können wir die Einzelheiten besprechen. Ich werde dich zum Fischen rausschicken, mal sehen, ob du den Frachtraum vollbekommst und dich orientieren kannst. Und zuletzt will ich dich noch daran erinnern, bei Sonnenuntergang zurückzukehren, bevor der Nebel aufzieht. Vergiss die Zeit nicht, sonst wird es unangenehm. Okay, also vor Einbruch der Nacht sollten wir wieder hier sein. Ablegen und Tabulator können wir drücken. Oh, okay. Da haben wir dann unser Inventar. Wir haben eine einfache Angelrute. Seltsamer Motor. Anbaudauer 2 Stunden. Einsatzfähig. Geschwindigkeit 14 Knoten. Okay. Schaden. Kajüte. Mission. Fange Fisch für den Tag. Ich habe den Bürgermeister von Großmarkt kennengelernt. Er hat mich rausgeschickt, um ein paar Fische zu fangen und um mich umzusehen. Schön hier. Er hat mich allerdings gewarnt, dass ich vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurück sein muss. Irgendetwas wegen des Nebels. Klang ein bisschen dramatisch. Aufgaben. Der Bürgermeister hat mich gebeten, so viele Fische wie möglich zu fangen und dann nach Großmarkt zurückzukommen. Okay. Enzyklopädie. Da haben wir noch nichts, ist klar. Okay, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal ab, Freunde. Und zack. Fahre vorwärts mit W, drücke S, um rückwärts zu fahren. Wende mit A und E. Okay, dann fahren wir mal los. Dreh die Kamera, passe die Höhe an. Okay. Oh, hier können wir gleich schon fischen. Also einen Fangplatz bei Ruhe im Wasser, drücke F. Okay. Fischen starten. Oh, das ist ja easy. Können wir die hier reinpacken. Die
Dieser Fangplatz ist erschöpft. Okay, suchen wir jetzt einen neuen Fangplatz. Ah, hier haben wir die Karte. Die Map ist, was ich auch so im Internet gelesen habe über das Spiel, ziemlich groß. Wir sind jetzt hier in dem Gebiet um Großmarkt. Wir können dann hier noch nach Teufelsgrat, nach Windstrang, Sternenbecken und die Sturmklippen. Da sollten wir aber vorher natürlich unser Schiff etwas ausbauen. Und schauen, was wir hier haben. Oje. Oje. Oh. Ein großer Brocken. Noch so einer. Schön. Moment, wie kann ich denn die drehen? Ah ja, so. So. Und so. Und der Fangplatz ist erschöpft. Ab zum nächsten. Gefangen. 28,10 cm ist der groß. Ups. Okay. Dann sind wir schon fast voll. Und es wird Nacht. Nee, oder? Na egal. Ich wollte sowieso noch kurz hier reingehen. Audio möchte ich hier wieder auf maximal stellen. So, dann fahren wir mal zurück, würde ich sagen. Es wird dunkel. Naja, perfekt. Da kommen wir zumindest jetzt mit einer vollen Ladung nach Hause. Was haben wir hier? Eine treibende Boje. Sie soll einen sicheren Weg durch gefährlichen Klippen und unsichtbaren Hindernisse weisen. Das schwache Licht schenkt einen kurzen Moment des Trostes in der Düsternis der Nacht. Okay. Ist im Großmarkt am Land. Der Bürgermeister wartet in der Nähe. Ah, ich sehe, du bist wohlbehalten zurückgekehrt. Sehr gut. Bevor du in die Stadt gehst, sollten wir noch über dein Boot sprechen. Wie ich schon sagte, war dein altes Boot stark beschädigt, um es zu reparieren. Ich würde dir aber sehr gerne dieses Ersatzboot veräußern. Es könnte bald dir gehören. Ich nehme an, dass es dir im Moment am nötigen Kleingeld fehlt, also gebe ich dir ein Darlehen. Doch ich will es dir leicht machen. Bis deine Schuld getilgt ist, wird ein winziger Teil deiner Fischfangeinnahmen der Schuldbegleichung dienen und ein kleiner Teil der Zinsen wird in die Stadtverschönerungsmaßnahmen investiert. Also um es noch einmal kurz zusammenzufassen, du verkaufst Fisch auf dem Markt, um deine Schulden abzustottern und die Bevölkerung somit Nahrung zu versorgen. Kapiert? Jupp, haben wir kapiert. Okay. Verstanden. Also los jetzt. Verkauf deine Fische, solange der noch frisch ist. Okay. Mein Lager, Fischhändler. Du betrittst eine schäbige Hütte am Rand des Marktplatzes. Der allgegenwärtige Geruch von Fisch erfüllt die Luft. Fliegen umschwirren einen melancholisch wirkenden Mann, der hinter dem Tresen steht.
Du bist also der neue Fischer, was? Überrascht mich, dass man so schnell einen Ersatz gefunden hat. Hä, was ist mit dem Alten passiert? Ja, hier draußen braucht es einen bestimmten Menschenschlag. Das Leben hier ist nicht für jeden was. Kommen wir zum Geschäft. Ich bezahle dich für Fisch. Je größer und frischer, desto mehr Geld. Auch sind manche Arten wertvoller als andere. Andere Städte auf anderen Inseln bezahlen dir vielleicht mehr, aber da du hier noch Schulden hast, schlage ich vor, dass du die erst einmal abbezahlst. Also lass mal sehen, was du da hast. Okay. Wie viel Wert hat so ein Ding? 9,40 Dollar, 17 Dollar, 12 Dollar. Ja, wir müssen sowieso alles verkaufen. So, wie gebe ich dir das jetzt? Moment. Lager F verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Ah, die Schulden werden dann direkt abgezogen. Der Bürgermeister steht vor dem Geschäft des Fischhändlers. Hervorragende Arbeit. Ich habe keine Zweifel daran, dass du die Stadt von Nutzen sein wirst. Sieh mal, das habe ich unter den Docks gefunden. Ich bin sicher, jemand wie du weiß, was man damit anfängt. Warum nimmst du es nicht mit? Forschung sucht ein Ziel. Ein seltsam aussehendes Ding könnte zur Entwicklung neuer Ausrüstung dienen. Müsste aber zuerst am Dock untersucht werden. Wir nehmen wir mit. Nur noch eine Sache. Unsere Schiffsbauerin erwähnte, dass sie an einem Boot einige vorteilhafte Umbauten vornehmen könnte. Schau noch mal bei ihr vorbei, okay? Schauen wir mal vorbei. Als du die Werkstatt betrittst, siehst du die Schiffsbauerin, die gerade einen kaputten Rumpf repariert. Sie sieht kurz zu dir hoch und wendet sich dann wieder ihrer Arbeit zu. Du musst der neue Fischer sein. Ich kann an deinem Boot in der Werft einige Umbauten vornehmen. Allerdings mache ich das nicht aus Nächstenliebe. Bezahlt wird im Voraus und jede dieser Arbeiten benötigt Zeit. Sollte es Schäden am Boot geben, wegen der Felsen oder warum auch immer, ich kann das wieder flicken, meistens. Sie zuckt mit den Schultern und weist auf den Rumpf, den sie gerade repariert. Etliche der Planken sind zersplittert und zerkratzt, obwohl sie weit über der Wasserlinie liegen. Sieh dich ruhig um, aber denk daran, je größer das Ausrüstungsteil, desto länger dauert der Einbau, also plane sorgfältig. Okay, was hat sie denn? Ui, ist das teuer? Einbau dauert 2 Stunden. Ah, okay. Schlafen müssen wir auch. Fischarten Flachwasser, was haben wir hier? Fischarten Küstennähe. Ich würde die mal kaufen, oder? Zack, dann haben wir schon eine neue Angel. Zweiter Motor geht noch nicht. Mehr Licht auch noch nicht. Okay. Müssen wir was reparieren? Nee. Zurück in die Stadt. Schon. Was forschen wir denn? Fischarten. Können wir überhaupt was forschen? Ah, okay. Die hydraulische Angelroute oder flexible Angelroute. Ich würde sagen, die machen wir zuerst, oder? Forschungsteile haben wir keine mehr. Motor. Netze haben wir auch noch nicht. Okay. Zurück. Ja, einfach mal ausruhen. Fahren wir gleich nochmal raus. Okay.
wäre eine Torfee gewesen. Das ist ein komischer Fisch. Ein Golfflunder. Jetzt Backwasser fischen und Küstennähe, also allzu weit raus können wir noch nicht fahren, also können wir schon fahren, aber es bringt uns noch nichts. Also die richtig dicken Brocken können wir noch nicht angeln. Ups. Oh nice. Okay, und für die haben wir keinen Platz mehr, ne? Sei denn. Ah, schade. Ja, da werfen wir auch den raus. Zip zurückwerfen. Scheinbar ein Tagebucheintrag. Mal schauen, was das hier für eine Stadt ist oder für ein Dorf. Ah, ich finde es cool, das Spiel. Das Geschäft. Es ist vollgestopft mit Antiquitäten in den Regalen, lagern Schmuckstücke und anderer Tand. Ein alter Mann sieht dich über den Rand seiner Brille hinweg an. Hallo, ist das? Nein, wir haben uns wohl nicht kennengelernt. Verzeih mir, mein Name. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Ich habe mich auf Antiquitäten und Schmuck spezialisiert. Ich kaufe alle besonderen Schmuckstücke, die du mir bringst. Hast du heute vielleicht etwas Schönes für mich? Nicht wirklich. Ich möchte auch bei dir eigentlich nichts verkaufen. Wir legen hier nochmal ab und fahren in die andere Stadt drüber, damit wir dort unsere Schulden abbezahlen können. Jetzt wird's dunkel. Also je länger man in der Dunkelheit unterwegs ist, ihr seht, die Welt verändert sich jetzt. Dann wird man auch angegriffen und so weiter. Ja, fahren wir mal verkaufen. Wir werden noch früh genug in den Genuss der Nacht kommen. So. Schenwa. Oh, er hat eine Sonderbestellung reingekommen, die wir erfüllen könnten. Was hat er denn? Der Kunde will eine Goldflunder und einen grauen Aal. Bring sie mir einfach, wenn du sie hast. Ja, die haben wir auch schon. Hast du schon Fische für diese Bestellung? Ja. Lass sie einfach hier, was du schon hast. Ich lege die Bestellung auf Eis, bis alles fertig ist. Okay, er will einen solchen haben. Zack. Und einen solchen haben. Gut, gut. Damit sollte der Kunde zufrieden sein. Ich habe hier noch eine Bestellung. Diese ist ein wenig spezieller. Glückwunsch. Sorry. Gewünscht werden ein paar
Kalamare und ein ganzer Schwarm Zackenbarsche. Okay. Heutzutage fischen nicht viele nach Kalamaren, denn diese Art ist nachtaktiv. Und du weißt ja, was nachts hier los ist. Also viel Glück. Enzyklopädie, dort findest du alle nötigen Informationen. Okay. Ja, ich würde jetzt gerne noch verkaufen. Das. Perfekt. Zurück in die Stadt. Da wollte ich eigentlich rein. Nachwasser, die müssen wir schon beide mitnehmen, glaube ich. Dann schlafen wir mal, würde ich sagen. Neuer Tag, neues Glück. Eine gebeugte Frau kommt die Stufen des Leuchtturms herab und auf dich zu. Sie bleibt in einiger Entfernung stehen und sieht dich besorgt und sichtlich beunruhigt an. Was willst du hier? Ich bin gekommen, um zu fischen. Ich wollte mir die Gegend ansehen. Ich wollte den Menschen hier kennenlernen. Also eigentlich sind wir gekommen, um zu fischen. Für deinesgleichen gibt es hier nichts mehr zu holen, also tu dir selbst einen Gefallen und verschwinde. Sie dreht sich um, schlurft wieder den Pfad hinauf, der zum Leuchtturm führt. Okay, es wird immer seltsamer. Der Bürgermeister will auch was von uns. Genau dich wollte ich hier sehen. Fährst du zufällig nach Osten, Richtung Kleinmark? Könntest du dem Dockarbeiter dort bitte dieses Paket zustellen? Können wir machen. Der Bürgermeister übergibt dir ein kleines, feuchtes, zusammengeschnürtes Paket. Es tropft ein wenig. Ob da jetzt vielleicht die Fische drin sind, die wir den Händler gegeben haben? Für die Mission? Kann sein. Der Dockarbeiter wird dich bei Lieferung bezahlen. Bitte beeil dich. Ich will nicht, dass es verdirbt. Vergiss nicht, deinen Kompass und deine Karte zu benutzen, falls du dich verirrst. Okay. Dann machen wir uns auf den Weg. So, schauen wir mal, wo wir da hin müssen. Okay, einfach darüber. Da waren wir ja schon. Nehmen wir noch ein paar Fische mit. Okay, also die Fangplätze, die regenerieren sich nicht über Nacht. Müssen wir schon immer weiter rausfahren. Ach ja, und die Zeit vergeht nur, wenn wir Aktionen ausführen. Entweder das Schiff bewegen oder angeln. Ansonsten steht die Zeit still. Wir sind einfach noch ziemlich langsam unterwegs. Das eine Lieferung. Mal sehen. Er reißt ein kleines Loch ins Papier und blinzelt hinein. Er scheint das Päckchen vor einem Blick abschirmen zu wollen. Ja, ist schön frisch. Eignet sich bestens. Und ich sollte dich jetzt wohl bezahlen, was? Er gibt mir nicht Geld. Ich habe diese alte Schwarte vor ein paar Wochen bekommen, könnte damit aber nichts anfangen. Wenn sie sicher mehr nützen. Zieht ein zerknorschtes Buch aus seiner Gesäßtasche und reicht es dir. Einige der Seiten sind zerknittert. Bewahre es in deiner Kajüte auf, vielleicht kannst du es auf See lesen. Okay. Komm gerne auch mal zum Plaudern hierher. Ich weiß, wie einsam es sein kann. Okay. Können wir dir jetzt. Moment. Verkaufen? Ne, will er gar nicht. Okay. Gut. Dann ablegen. Kajüte. Nachhaltiges zum Fischen. Lesen 0%. Also aktives Buch ausgewählt. Zeitvertreib zum Lesen. Okay.
Nächste Stelle. Okay, da haben wir nicht die nötige Ausrüstung. Die sind mir am liebsten. Da können wir auch so einige mitnehmen. Dann probieren wir da noch unser Glück. Das ist ein cooles kleines Spiel eigentlich. Ui, sind wir voll. Okay. Zurücken Sie mehr mit dir. Und ab nach Hause. Moment, hier ist auch irgendwas. Der Leuchtturm ragt über dir in den Himmel. Gegen die gefährlichen Klippen darunter schlagen endlos die Wellen. Alle Kreaturen, seien sie menschlich oder nicht, würden zerschmettert und ihm zu Füßen geworfen. Du sinnst über diesem Bauwerk innewohnende Macht nach. Diese steinerne Säule, von der zahllose Leben abhängen. Wie lange wird er dort noch stehen? Wie lange noch, bis er einstürzt, seinen Zweck erfüllt hat? Der Leuchtturm ragt über dir in den Himmel. Das Sonderbare ist, dass wir unser Schiff genau hier zerstört haben im Intro. Jetzt ist er quasi mitten in den Leuchtturm reingeballert. Sonderbar. Übernimm dich nicht, kehr vor allem um, wenn die Sonne untergeht. Besser mit kleiner Ausbeute zurückkehren oder gar nicht. Ne? Okay. So, verkaufen. Okay, zurück in die Stadt. Der Bürgermeister geht schnell auf dich zu. Er scheint gut aufgelegt zu sein. Dein Schritt ist federnd. Gibt gute Neuigkeiten. Auch dank deiner Bemühungen wächst Großmarkt weiter. Sicher werden bald unzählige Besucher in unsere Stadt kommen. Tatsächlich habe ich zugestimmt, dass die Schiffsbauerin in ihrer Werkstatt erweitern darf. Das alte Trockendock ist wieder funktionsfähig. Ich habe auch ein wenig Geld investiert, um die Dienste des Fischhändlers zu verbessern. Er wird sicher bald auf dich zurückkommen. Arbeite auch weiterhin so gut. Wir sind froh, dass du hier bist. Okay. Trockendock. Das ist das Trockendock. Hier können wir dein Boot ein paar prägnante Verbesserungen verpassen. Ich spreche von mehr Platz, mehr Befestigungspunkten für Ausrüstung und sogar einen besseren Rumpf. Für diese Projekte brauchen wir einen ordentlichen Vorrat an Material. Bauholz, Metallschrott, solche Sachen. An der Küste findet man eine Menge gutes Material, vor allem die Schiffswracks sind eine Goldgrube. Ich bin sicher, du findest einen Weg, etwas zu besorgen. Materialien für Verbesserungen werden hier gelagert. Mach dir also keine Sorgen, wenn du erstmal nur die Hälfte hast. Okay. Ah ja. Das
Zweiter Motorenplatz. Zweiter Angelplatz. Okay. Quasi noch ein weiterer Forschungsbaum. Ich wollte hier bei dir mal nachschauen. Der Himmel war erfüllt von einem seltsamen purpurnen Glühen gestern Abend. Hast du das gesehen? Ja, das haben wir auch gesehen. $325. Wir könnten einen Motor kaufen, weil einen könnten wir ja tatsächlich noch einbauen, oder? Gibt das? Ja, perfekt. Also es gibt eine gesprungene Glühbirne oder die trübe Linse. Plus 750 Lumen, Reichweite 20 Meter und der hier Reichweite 10 Meter. Dafür ist der hier eben teurer. Aber ich würde sagen, wir bauen gleich den besseren ein. Cool. So. Dann schlafen. Dann geht's wieder raus. Ah, jetzt haben wir vorne den Scheinwerfer. Cool. Und wir sind deutlich schneller unterwegs, Freunde. So, aber die Materialien können wir immer noch nicht rausfischen, oder? Okay, das ist erschöpft. Die waren ja hier, ne? Okay, da werden wir, glaube ich, Netz brauchen vielleicht. Keine Ahnung. Ausrüstung. Oh, die wieder. Ah, schön, dass wir jetzt etwas schneller unterwegs sind, Freunde. Ja, perfekt. Wir brauchen definitiv mehr Lagerplatz hier. Bei unserem Schiff. Ja, wir nehmen noch einen mit und fahren kurz verkaufen. Haben wir eine Quest. Ah, der liest das quasi in der Zeit, wo wir hier so rumstehen, oder? Aber erfahren wir dann auch, was da drinnen steht in dem Buch? Ich hätte ja gehofft, dass wir das selber lesen können. Da müssen wir hin. Ich würde dann gerne bei Nacht jetzt gleich nochmal rausfahren und die Fische für den Händler fangen, die nur bei Nacht unterwegs sind oder nur bei Nacht fangbar sind. Ich werde jetzt kurz verkaufen, was wir hier mit haben. Wir haben keinen Platz mehr. Oh. Durchsucht die Kajüte nach Bonnie. Ein dicker Wälzer und keine leichte Lektüre. Hier werden überaus detaillierte Techniken elaboriert, mit denen sich eine geringe
Gefährdung der Fischbestände erreichen lassen. Das stand auch irgendetwas von einem gesunden Ökosystem in zukünftigen Generationen. Okay. Cool. Mal anlegen und verkaufen, bitte. Was für ein lausiges Wetter. Da will man morgens kaum aus den Federn. Aber du und ich, wir müssen durchhalten, was? Wir sorgen dafür, dass die Menschen nicht hungern. Ja, das stimmt. So, kaufen. Und gleich wieder raus. Also, welche Fische brauchen wir jetzt für die Mission? Einen Flundern und einen Aal geliefert. Ich soll 2 Tintenfische und einen schwarzen Zackenbarsch fangen. Die beißen nur nachts an. Okay. Gut. Ich dann. Sind das die hier vielleicht schon? Ja, das hat sich jetzt geändert. Hier sind wirklich andere Fische jetzt. Den haben wir schon mal. Gut, jetzt brauchen wir noch zwei Tintenfische. Reduzieren lässt sich dieser Wert durch helle Scheinwerfer und ausreichend Schlaf. Okay, jetzt geht's also los mit dem Nebel. Scheinwerfer brauchen wir echt. Uiuiui, Licht ausgefallen. Was haben wir hier? Ah, auch die. Die nehmen wir mal mit. Was ist das? Brutkalmar, Größe 24,4 cm. Tentakeln sprießen aus einem leuchtenden Kern, der in einem gallartigen Sack ruht. Daneben liegen weitere schlafende Kerne. Okay, ist auch ein sonderbarer Fisch. Aber es gibt ja hier Kreaturen, die sind mehr als sonderbar. Schon wieder irgendwas. Hm, bekommen wir hier noch irgendwo einen Platz? Nee. Oh, jetzt ist es aber ziemlich dunkel geworden. Ich glaube, wir fahren mal zurück. Ups. Nein. Nein, ein Fisch ist auch über Bord gegangen. Alter. Lieber mal einen sicheren Hafen fahren. Oh je, du siehst erschöpft aus. Du vergisst doch nicht etwa zu schlafen, oder? Ich sage ja immer, regelmäßige Pausen sind die beste Garant für Produktivität. Okay, wir werden hier direkt schlafen. Schindler. Hm.
das hier. Und das hier. Tintenfisch haben wir noch nicht. Der übrigens dem Fischhändler den grotesken Fisch ergrinst, hält sich den Fisch dann direkt vors Gesicht und nimmt einen tiefen Atemzug. Das ist genau die Art von Kreatur, die mir den Tag versüßt. Ich frage mich, er lässt seinen Finger über den Fisch gleiten, als wollte er etwas ertasten. Er drückt auf eine Seite hinein und etwas zeichnet sich unter dem aufwölbenden Schuppen ab. Er schneidet den Fisch auf. Aus seinem Magen zieht er ein kleines Stückchen Stoff, das er aus dem Tresen vor sich ausbreitet. Es ist ein zart gemustertes Taschentuch. Also so etwas ist mir ja noch nie untergekommen. Ich überlasse dir dieses Ding. Und den Fisch bezahle ich dir natürlich. Ist nicht der erste entstellte Fisch, den ich hier sehe. Ich bin sicher, du findest bald noch mehr davon und ich würde dich gut dafür bezahlen. Okay, also die entstellten Fische, die will er haben, bekommen wir auch extra Geld dafür. So, verkaufen. Was bringt uns das jetzt? Ein einst schönes Taschentuch, das man aus den Innereien eines grotesken Fisches gezogen hat, verziert mit zarten purpuren Stickereien. Okay. Oh, weil unser Schiff jetzt beschädigt ist, haben wir hier schon einen Lagerplatz verloren. Zurück in die Stadt. Ui. Ein Mann blickt sich durch das Fenster deiner Kajüte an. Sein Gesicht liegt im Schatten. Ich weiß, was du dem Fischhändler gebracht hast. Und damit wir uns richtig verstehen. Ich weiß auch, dass er den Fisch aus dem Bauch gezogen hat. Ich muss mir das ansehen, aber nicht hier. Triff mich auf der Schwarzfelsinsel. Verlass dafür die Bucht und fahr dann Richtung Süden. Ich habe dir ein Angebot zu machen. Ich werde warten. Nun gut. Werden wir dem sonderbaren Kollegen mal einen Besuch abstatten. Aber vorher möchte ich zur Schiffsbauerin. Dein Boot sieht ein bisschen ramponiert aus. Ich kann das hier reparieren, wenn du möchtest. Ja, das möchte ich gerne. Alles reparieren für 30 Dollar, okay. Zack. Schön. Wow, ich dachte schon, wenn wir da jetzt auch Materialien brauchen dafür, wäre das krass. Nein, ich wollte eigentlich zum Händler. Ja. War das Ebert hier, ne? Genau. Scheinwerfer. Große Fische aus tiefen Wasserschichten fangen. Ja, aber die haben wir ja schon, ne? Einfacher Skimmer und einfache Angelrute. Einfacher Skimmer. Beschwerte Leine. Fanggeschwindigkeit 40%. Ja, aber bringt uns das was? 10%. Was kosteten die? 150. Kaufen wir die mal. Zack. Kaufen wir uns die. Drei Stunden Einbau da. Gut. Fahren wir wieder raus. So, wo ist denn jetzt der Computer? Ja, das lesen bitte. Bitte. Ah, da unten. Dann fahren wir mal zu dem, was uns der für ein Angebot machen will. Das müsste dann hier drüben sein. Da drüben wahrscheinlich. So, können wir jetzt im Moment noch gleich mal testen, ob wir jetzt das Holz mitnehmen können. Ja.
sieht, die Karte ist schon groß eigentlich. Wir sind ja jetzt hier nur in dem kleinen Gebiet hier unterwegs gewesen. Und wie man sieht, man kann hier richtig weit rumfahren. So kann ich ihn hier anlegen. Ja. Der Mann steht in der Tür und wartet auf dich. In der Hand hält er ein altes Buch. Der Einband ist purpurfarben, die Bänder sind silbern. Du bist gekommen, gut, ich will mich vorstellen. Ich bin Sammler. Ich sammle viele Dinge, Kunst, Artefakte, Schätze und Wahrheiten und Kurioses, das seltsame Begehrlichkeiten zu wecken vermag. Du hast da etwas, was mich interessiert. Du gibst das Taschentuch den Sammler, erhält es ins flackernde Licht und betrachtet es genau. Diese Muster sind unverwechselbar, selbst nach so langer Zeit noch. Dieses Taschentuch stammt von einem alten Schiff, nach dem ich gesucht habe. Es ist vor vielen Jahren gesunken. Es hat bedeutende Dinge geladen. Sie zu bergen wird eine echte Herausforderung sein und hier kommst du ins Spiel. Mein Vorschlag lautet, ich statte den Schiff mit der nötigen Ausrüstung aus, um die Wracks und die dunklen Tiefen durchsuchen zu können. Finde diese verlorenen Relikte für mich und ich werde dich überreich belohnen. Du musst das Fischen dafür nicht aufgeben. Ich müsste mir dein Schiff nur für ein paar Stunden ausleihen und alles Nötige einzubauen. Was meinst du? Ja, das machen wir. Vorrangige Entscheidung. Ich bearbeite die Ausrüstung sofort. Und ich bereite die Ausrüstung sofort vor. So. Ich hoffe, wir bekommen hier jetzt die Möglichkeit, dass wir auch die Trümmer dann, also Holz und was brauchen wir noch, habe ich gesehen, ich glaube Holz und Eisen, aus dem Wasser zu fischen können, damit wir unser Schiff zumindest die Lagerkapazität ausbauen können. Das wäre schon wichtig. Suchen nach einem Ring, einer Halskette, einer Uhr, einer Musiktruhe und einem Schlüssel. Ich würde dir empfehlen, dich in den Städten umzuhören und nach Schiffswracks und ungewöhnlichen Vorkommnissen zu fragen. Du solltest jeder Spur nachgehen. Komm zurück, sobald du etwas hast. Okay. Ah, jetzt haben wir hier den Kran hinten drauf. Cool. Ablegen. Schön. Müssen wir eigentlich hier die Trümmer bergen können, oder? Ja, jetzt geht das perfekt. Wie geht das? Hier zu wechseln. Ah, so. Das war's. Es wird dunkel. Nein. Ich würde gerne noch ein paar Fische mitnehmen. Ah, noch so kleine andere Info am Rande. Zurzeit spiele ich auch Endzone, so ein Aufbau-Survival-Spiel. Ich habe da jetzt schon 2000 Einwohner erreicht. Falls ihr Interesse habt, könnten wir auch dazu mal ein kleines Projekt starten. So, wo ist eigentlich jetzt die Hauptinsel? Ah ja, da. Nachdem wir letzte Nacht ja unterwegs waren, fahren wir jetzt mal etwas zeitiger rein, wenn wir schlafen. Da. Oh mein Gott, was kommt denn da auf uns zu? Okay, schnell weg. Hier einfach immer die Felsen aufploppen, ne?
hat auch damit zu tun. In der Nacht ist einfach alles sonderbar. So, wir müssen einmal reparieren. Okay. Dann müssen wir zum Fischhändler. Ich habe ja gar nichts, ne? Fertig. Ja. Oh, er hat ein Buch gefunden, das uns jetzt gibt. Nice. Und das Buch hervor. Auf dem Einband kleben ein paar glänzende Fischschuppen. Okay. So, verkaufen. Achso, das müssen wir in den Schmuckhändler bringen. Du bist auf einer Frau zu, die schweigend am Dock sitzt und ins Wasser starrt. Sie wendet sich dir zu. Wie ist es dort draußen? Ja, es ist heikel, würde ich sagen. Auf jeden Fall besser als hier in dieser verdammten Stadt. Ich muss mal hier raus, vielleicht komme ich dann nicht zurück. Zurückzublicken ist ein Fehler, oder? Man muss immer nach vorne schauen, weitergehen. Ja, so übel ist es hier gar nicht, oder? Sie blickt wieder Gedanken vorne hinaus aufs Meer. Sag mal, wenn du ein paar Materialien auftreiben könntest, würdest du mir dann helfen, umzuziehen? Ich meine, richtig umziehen. Es gibt da eine Insel, von der ich gehört habe. Stahlspitz liegt nördlich von hier. 2 Einheiten Holz und 2 Einheiten Metallschrott, das ist alles, was ich brauche. Ich könnte mir da draußen ein neues Heim bauen. Du dürftest mich auch besuchen. Wenn du etwas findest, dann bring die Sachen einfach nach Stahlspitz. Ich bezahle dich, wenn der Job erledigt ist. Okay. Ja, da helfen wir schon, würde ich sagen. Bevor wir mit ihr sprechen, gehen wir jetzt mal schlafen. Jetzt reden wir mit ihr. Was willst du? Weißt du etwas über dieses Schiffswrack in der Gegend? Sie beäugt dich misstrauisch. Es gibt da diese Stelle auf der Rückseite vom Großmark. Die Strömung spült viele Wracks dorthin. In manchen Nächten sieht man ein unnatürliches Leuchten, das aus der Tiefe des Wassers zu kommen scheint. Ich kann mir kaum vorstellen, was dort unten sein mag. Wenn du also das suchst, was ich glaube, dann wäre es besser, du würdest umkehren. Ich sehe von der Spitze des Leuchtturms aus jede Menge merkwürdige Dinge. Manchmal frage ich mich, ob ich meinen Augen noch trauen kann. Sie hält die Laterne hoch und leuchtet dir direkt ins Gesicht. Bist du das wirklich, du, der hier vor mir steht? Oder ist das nur wieder ein Trick des Nebels? Wer lebt auf den Schwarzfelsinseln? Ich sehe von hier oben aus eine Menge. Ich sah das unglückselige Boot zurückkehren und ich habe weggesehen. Ich sah durch dieses Fenster ein widernatürliches Flackern, was immer du planst. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Okay. Entweder weiß sie was oder ist sie einfach etwas verwirrt. Keine Ahnung. Werden wir noch rausfinden. Was haben wir denn hier? Karte. Das lesen wir gerade. Karte. Hier sehen wir auch, was der Verkaufspreis ist. Zumindest hier in der Marktstätte. In den anderen müssen wir das erstmal verkaufen. Dann haben wir dazu auch einen Preis. Das ist der größte, den wir je von der Sorte gefangen haben. Wir haben erst einen gefangen, also ist das noch nicht so relevant. Und das ist ein nachtaktiver Fisch. Fangen kann man ihn mit der Angel oder den Schleppnetz. Das ist eine Weiterentwicklung von dem her. Cool, also die Enzyklopädie finde ich auch cool. Wow, da gibt es so einige Fische. So, zurück in die Stadt.
Wir fahren noch mal raus, würde ich sagen. Da müssen wir hin oder dort oben? Ich würde sagen, wir werden uns primär erstmal darum kümmern, dass wir etwas Materialien bekommen für unseren Schiffsausbau. Da mal rum. Ist das hier noch vorbei, oder? Ne, das ist schon hier rein. Ja. Oh. Alter, das ist ein Riesending. Seht ihr das? Ja, es gibt ja auch riesengroße Fische, die uns gefährlich werden. Ah, das muss das sein, das Leuchten hier. Ups. Ah, ich bin zu schlecht mit sowas. Nice. Relikt entdeckt. Kehre zum Sammler zurück. Ein verzierter Schlüssel. Alter, der ist ja riesig. Okay. Haben wir noch so ein Relikt? Der Sammler, das war ja der hier, ne? Genau. Wir sagen, wir fischen hier noch etwas. Hier sind. Leeren Händen wollen wir auch nicht nach Hause zurückkehren. Schafft. Cool, und wie weit man hier rausfahren kann, ey, das ist echt krass. Da können wir ja dann mal eine richtig weite Reise unternehmen. Oh. Was haben wir jetzt bekommen? Ein dicker Wälzer und keine leichte Lektüre. Hier werden überaus totalrechte Techniken elaboriert. Das kennen wir schon. Fischbestände, was ist das? Das war das letzte. Ein unzusammenhängendes Konglomerat langatmiger Artikel über die Bedingungen. Über die Bedienung von Motoren. Für meinen Geschmack alles ein bisschen zu brav. Okay, fangen wir bei dem zu lesen an. Fahren weiter. Moment. Was können wir hier fischen? Ah, wir haben keinen Platz mehr, ne? Einer geht. Eventuell. Nicht mehr Platz, Freunde. Okay, fahren wir mal zum Sammler. Ja, da hinten, ne? Ah, der Nebel kommt schon wieder. Was ist das, was da so leuchtet? So, ich hoffe, wir können bei dem auch schlafen hier. So, hallo, werter Sammler, ich habe was für dich. Du betrittst das Haus des Sammlers. Er steht
im hinteren Teil des Zimmers und hält immer noch das silberne, purpurne Buch in Händen. Er wirkt ungeduldig. Nun, du hast doch etwas für mich, oder? Zeig es mir. Du gibst ihm den Schlüssel. Das kalte Metall hat in seinen Händen einen seltsamen Glanz. Die Form des Schlüssels, der Bart, der Kopf sehen irgendwie verändert aus. Irgendwie kleiner. War das schon immer so? Ist das alles? Wo ist das Schloss? Der Sammler wird unruhig. Die Teile, nach denen wir gesucht haben, sind wohl weiter fortgetragen worden als angenommen. Sehr viel weiter. In diesem Fall würde ich dir gerne helfen. Er blättert ein paar Seiten in sein Buch und murmelt vor sich hin. Ein Lichtblitz blendet dich und du gerätst kurz ins Taumeln. Geh nun. Wir müssen noch mehr Relikte finden. Fähigkeit freigeschaltet. Eile. Okay. Mein Gefühl sagt mir, dass die Strömung Wrackteile Richtung Südosten getragen haben könnte zu den Sturmklippen. Sieh dort zuerst nach. Markiere eine Stelle auf deiner Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Noch etwas. Zeigen wir in dem Ring mal, was wir gefunden haben. Okay. So vulgären Plunder will er nicht haben. Muss ich beim Händler einen kleinen Mark verkaufen. Das wissen wir schon. Okay, die Worte, die du dir mal vorgelesen hast, was haben sie mit mir gemacht? Das Buch birgt die Macht der Tiefe in sich. Ich habe seine Kräfte lediglich auf dich erweitert. Gibt es eine Kraft, die dich besonders interessiert? Eile, die haben wir gerade bekommen. Die Eile-Formel ist grausam und wirkt instant. Sie verleiht deinem Boot schreckliche Geschwindigkeit. Sei jedoch gewarnt, deine Motoren werden dabei extrem einer Belastung ausgesetzt. Gibt es noch andere Kräfte, über die du mehr erfahren willst? Nee, wir haben bis jetzt ja nur Eile. Wie lange lebst du schon hier? Vor langer Zeit war ich ein Fischer, so wie mein Vater vor mir. Aber vor 20 Jahren ließ ich mich hier nieder. Ich musste mich auf andere Projekte konzentrieren. Ich bemerkte, dass diese Insel eine besondere Kraft innewohnt. Diese dunklen Basaltsäulen, die sich weit in die Tiefe erstrecken. Noch etwas? Weißt du, wem die Relikte gehören? Ja, wem denn? Er sieht dich an. Für einen Moment flackert so etwas wie Bedauern in seinen Augen auf. Einem alten Freund. Noch etwas? Wo soll ich nach den Relikten suchen? Ja, das hat er uns ja schon gesagt. Ne, wir brechen auf. Stadt, was können wir hier machen? Die Jahrzehnten nicht mehr benutzt worden. Geh hinein. Ist abgesperrt. Okay. Ah, wir können hier schlafen. Perfekt. Das machen wir auch. So, legen. Fahren wir mal verkaufen. Als erstes hier zu dem, den Ring verkaufen. Und was ist das hier? Das Platz hätten wir wieder jetzt. Eile erhöht die Geschwindigkeit deiner Motoren, lässt aber auch Panik und Motorenreparatur steigern, also die Motortemperatur steigern. Wähle Eile mit E aus und halte dann die rechte Maustaste gedrückt. Okay. Fernglas. Oh geil. Oh, und da sehen wir auch, welche Fischvorkommen da hinten sind. Nebelhorn haben wir auch. Licht, und wo ist Eile? Ah, da.
zur Höchstleistung an, Vorsicht, Überhitzung. Okay. Werden wir dann erstmal verwenden, wenn es soweit, also wenn wir es mal wirklich brauchen. Ein neues Buch, da ist auch noch eins. Nehmen wir auch gleich mit. Oh, und Wrackteile, oder? Oh, ich hasse das mit dem Ding hier jetzt schon. Was haben wir bekommen? Eine alte Eisenkette. Okay. Nein. Wow, das ist gar nicht so einfach, ey. Eine Gürtelschnalle. Ja, so werden alle werden wie der hier. Oh, da haben wir nicht Platz für Mentalschrott. Jetzt zumindest, dass wir hier Metallschrott haben. Wir brauchen ja Holz und Metallschrott, glaube ich. Dann können wir unser Schiff schon ausbauen, damit wir mehr Stauraum haben. Jetzt fahren wir mal kurz verkaufen. Da können wir hier noch was mitnehmen. Nein, jedes Mal fahre ich da rein. Ah, jetzt aber. Ja, mehr wird nicht gehen, weil wir keinen Platz mehr haben. Oh, das wird schon wieder dunkel. Mein Gott, wie schnell das geht. Licht möchte ich haben. Und hier einmal verkaufen, bitte. Alter, was hat Steam eigentlich für ein Problem da unten mit den Einblendungen? Seitdem das neue Update gekommen ist, kann ich irgendwie die Einblendungen nicht mehr deaktivieren. Okay, bei dir wollte ich jetzt... Ja, ich habe was Interessantes, das hier. Wow, 15 Dollar gibt er uns dafür nur, okay. 80 Dollar, 7,50 Dollar. Rest brauchen wir dann eh selber. Hallo, alles in Ordnung. Weißt du etwas über die Schiffswracks in der Gegend? Nun also, mein einziger Sohn ist vor einigen Jahren auf See umgekommen. Er ist immer noch irgendwo dort draußen in einem dieser Wracks, ganz alleine im eisigen Wasser. Der Mann ringt sichtlich um Fassung, doch sein ganzer Körper bleibt Kummer. Mein Gott, was ich lese. Sorry. Ich habe mich gefragt, mir ist aufgefallen, dass du an Bord deines Bootes ein Drehding ausgerüstet hast. Wenn du vielleicht einige seiner persönlichen Sachen bergen könntest, mit einem Andenken an ihn könnte ich wohl leichter Frieden finden. Er trug eine bronzene Gürtelschnalle mit einer speziellen Gravur. Ich würde sie wohl überall erkennen. Wenn du die für mich findest, stünde ich tief in deiner Schuld. Du erzählst ihm, dass du eine Gürtelschnalle mit Gravur an den Händler verkauft hast. Du, oh, nun, vielleicht war das nicht seine. Ich sollte besser mal zu ihm gehen, bevor er sie einschmilzt. Der Mann eilt zum Händler. Okay. Ja, ich nehme auch nicht an, das wäre jetzt schon der Zufall gewesen, dass das jetzt direkt seine gewesen ist. Oh, no.
ums Schlafen. Schon wieder eine Einblendung. Ah, das muss ich mir anschauen, dass das nicht mehr kommt. Lästig, lästig. Okay. Die Leuchtturmwärterin kommt aus dem dunklen Wald der Stadt. Der die Stadt umgibt. Sie kommt auf die Docks. Sie sieht irgendwie verwirrt aus. Oh, du bist es. Ja, wen hattest du erwartet? Deine Motoren, sie klingen wie... Es tut mir leid, ich habe dein Boot mit dem eines alten Freundes verwechselt. Niedergeschlagen dreht sie sich um und geht zum Leuchtturm zurück. Okay. Bei dir wollte ich jetzt verkaufen. Das, 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 das. So, hier ist mein Lager. Das kann ich mal einlagern. Zack. Müsste aber zuerst am Top untersucht werden. Okay, dann suche ich das. Okay, schon. Ah, okay, so geht das. Mit Geschwindigkeit bin ich eigentlich zurzeit zufrieden. Ich würde eher hier investieren. Und hier investieren. Dann haben wir jetzt quasi beim Händler was freigeschaltet. Ne? Flexible Angelroute, die kostet 460.000, mein Gott. Küstenfläche am Flachwasser, dann würden wir uns den Platz hier sparen. $37, $75. Aber wir fahren noch eine Tour. Und jetzt würde sich zwar ausgehen, glaube ich, wenn wir hier noch etwas verkaufen, das, das und das vielleicht. Das machen wir, würde ich sagen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen und die flexible Angelroute kaufen. Dann sparen wir uns hier den ganzen Platz, damit wir Fische mitnehmen können. Und schlafen. Gut. Okay, Freunde, das war's dann jetzt mal für die erste Folge hier, würde ich sagen. Wir werden relativ zeitnah hier weitermachen. Für mich ist hier jetzt auch mal Ende. Für mich ist das hier so ein kleines Spielchen, was ich, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, einfach noch weiterspielen werde. Mit euch zusammen natürlich. In diesem Sinne, vergesst nicht zu bewerten. Folgt mir auf Instagram, wenn ihr Lust habt. Dort teile ich Screenshots aus allerlei Spielen. In diesem Sinne, ich bin euer Wacko LP, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.